Hi, wir sind Tina und Dirk und seit 2019 leben und reisen wir Vollzeit in unserem Campervan durch Europa und Asien. In unseren Videos nehmen wir euch mit auf unsere Reisen und zurzeit sind wir in Griechenland. In der letzten Episode haben wir schon die unglaublich schöne Westküste der Mani erkundet und euch das ein oder andere Highlight dieser traumhaften Halbinsel gezeigt. Jetzt schauen wir uns den übrigen Teil an. Wir nehmen euch mit zu einem der ungewöhnlichsten und schönsten Orte der Peloponnes, laufen an den zweitsüdlichsten Punkt Festland Europas, tauchen mit euch ab, gehen mit euch in die Luft, fahren die malerische Ostküste der Mani entlang und erkunden am Ende ein Schiffswrack, das hier vor 40 Jahren an Land gespült wurde. Viel Spaß! Wir beginnen unsere Reise hier am Roten Punkt in der Nähe von Mitsapos, fahren dann bis ganz in den Süden und von dort immer die Ostküste entlang bis nach Gitio. Ja, jetzt sind wir hier angekommen und das hat sich gelohnt, hier hochzufahren, würde ich sagen. Der Ort Vatia, der nur knapp 10 Kilometer vom südlichsten Punkt der Mani entfernt liegt, ist einer der bekanntesten touristischen Anlaufpunkte der Halbinsel. Das Dorf, das im 16. Jahrhundert zum ersten Mal schriftliche Erwähnung fand und zu Beginn des 20. Jahrhunderts noch rund 400 Einwohner zählte, ist seither weitestgehend verwaist worden. Warum, konnten wir nicht herausfinden. Inzwischen steht Vatia komplett unter Denkmalschutz und wird seit einigen Jahren restauriert. Die für die Mani so charakteristischen hohen Wohntürme stehen hier besonders anschaulich an der Spitze eines Felsvorsprungs. Das allein zieht viele Touristen an. Wir können es verstehen. Inzwischen wurden einige der Wohntürme zu kleinen Hotels und Pensionen umgebaut. Andere hingegen liegen weiterhin brach und ihre Ruinen können besichtigt werden. Guten Morgen, nach einer herrlichen Nacht und einem traumhaften Ausblick hier auf Vatia, ziehen wir jetzt weiter. Wir fahren 13 Kilometer weiter in den Süden
Und da fangen wir dann an zu laufen für ein paar Kilometer, um zum südlichsten Punkt der Mani zu kommen. Das ist gleichzeitig der zweitsüdlichste Punkt Festland Europas. Nur Tarifa in Spanien ist noch ein bisschen weiter südlich. Hier vom südlichsten Punkt sind es, glaube ich, nur noch 360 Kilometer bis zum afrikanischen Festland. Also es ist definitiv weit südlich. Und da steht ein Leuchtturm und da laufen wir dann jetzt gleich hin. Jo. Da ist man 3000 Kilometer von zu Hause entfernt. Und was steht neben einem? Ein Fiat Ducato, auch mit HHCD-Kennzeichen. Okay, let's get it.
super kalt, aber auch sehr schön. Aber auch super kalt. Ja, das war ein richtig schöner Ausflug zu dem Leuchtturm. Das Wetter hätte nicht besser sein können. Jetzt sind wir aber doch nochmal hier zu dem Platz zurückgefahren, wo wir die letzte Nacht schon verbracht haben, nur eine Ebene höher hier auf diesem verlassenen Basketballplatz, weil wir einfach wissen, dass wir hier die Nacht gut verbringen können. Also, ob das der richtige Weg ist, aber Google schickt uns hier lang. Wir gucken mal. Wenn es nicht mehr geht, können wir immer umdrehen. Ja, wir haben den höchsten Punkt erreicht und jetzt geht es auf der anderen Seite wieder runter und hier ist jetzt auch wieder geteert. Also, ja, das war eine nette Exkursion. Jo. Ich komme aus dem Staunen und Genießen hier gerade kaum mehr heraus. Es ist echt so schön, hier an der Ostküste entlang zu fahren. Hier sind immer mal wieder so kleine Buchten, kleine Küstendörfer mit 10, 11 Häusern oder auch mal nur ja, zwei, so wie hier. Huch, andere Richtung, da. Echt super schön. Damit machen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Wir fahren in Richtung Norden. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer die Ostküste der Mani hier ist, aber ja, die fahren wir jetzt noch ein bisschen entlang. Weiter geht's. Jo. Ja, okay. Ja, komm hier. Ja, ich war hier noch. Thank you.
Ein Schiffswrack dieser Größe sieht man auch nicht alle Tage. Das 67 Meter lange Frachtschiff Dimitrios lag im Hafen von Gytio, als es sich im Jahr 1981 bei einem Sturm losriss und wenige Kilometer weiter nördlich strandete. Seitdem liegt es hier am Strand vor Valtaki und rostet vor sich hin. Warum sich in den vergangenen 40 Jahren niemand darum gekümmert hat, ist uns ein Rätsel. Ein spannendes Fotomotiv ist es aber in jedem Fall. Das war es auch schon wieder mit dieser Episode. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns wie immer gerne einen Daumen hoch da. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.